Möchtest du wissen, was die Gewerbesteuer ist und bist dir nicht ganz sicher, ob du Gewerbesteuer zahlen musst? Wenn ja, dann bleib dran. In diesem Video gehe ich nämlich dem Mysterium Gewerbesteuer einmal ganz auf den Grund. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du selbstständig bist, dann hast du dich vielleicht schon mal gefragt, ob du eigentlich Gewerbesteuer zahlen musst. Ich erstelle diese Videos und dieser ganze Kanal, der richtet sich ja insbesondere an Solo-Selbstständige, das heißt Freiberufler und Gewerbetreibende. Das ist ehrlicherweise auch schon die wichtigste Frage, die du beantworten musst. Bist du freiberuflich oder gewerbetreibend? Ich habe dazu schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Das heißt, wenn du nicht genau weißt, ob du eigentlich freiberuflich oder gewerbetreibend bist, schau erstmal da vorbei. Nächste Nachricht für alle Freiberufler: Ihr könnt dieses Video eigentlich schon beenden und eure Zeit sinnvoller investieren, denn ihr habt definitiv nichts mit der Gewerbesteuer zu tun. Alle Freiberufler sind grundsätzlich von der Gewerbesteuer befreit und müssen auch keine Gewerbesteuererklärung abgeben. Bei Gewerbetreibenden ist das ein bisschen komplizierter. Denn Gewerbetreibende müssen grundsätzlich eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Das heißt aber nicht zwingend, dass sie auch Gewerbesteuer zahlen müssen. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt im ganzen Detail an. Interessant über die Gewerbesteuer zu wissen ist, dass die Gewerbesteuer den Gemeinden gehört. Das heißt, du zahlst deine Gewerbesteuer an die Gemeinde, in der Gemeinde, wo du quasi dein Unternehmen registriert hast. Das ist ja bei Selbstständigen häufig zu Hause. Das heißt, du hast eine Adresse, Privat- und Geschäftsadresse und zahlst dann da die Gewerbesteuer. Wenn du aber woanders wohnst, als wo du arbeitest, dann zahlst du die Gewerbesteuer immer an die Gemeinde, da wo dein Unternehmen registriert ist. Und das ist deswegen interessant, weil du den Gewerbesteuerbescheid zum Beispiel nicht vom Finanzamt bekommst und die Gewerbesteuervorauszahlung und Abschlusszahlung nicht ans Finanzamt überweist, sondern immer an die Gemeinde. Hier möchte ich aber allerdings dazu sagen, dass einige Gemeinden diesen ganzen Verwaltungsaufwand rund um die Gewerbesteuer quasi ausgelagert haben an das Finanzamt. Das heißt, da hast du dann doch mit dem Finanzamt zu tun. Aber in den allermeisten Gemeinden in Deutschland hast du mit deiner Gemeinde zu tun und nicht mit dem Finanzamt, sobald es um die Gewerbesteuer geht. Und das ist deswegen interessant, weil die Gemeinden einen Einfluss darauf haben, wie viel Gewerbesteuer du zahlst. Das heißt, die Gewerbesteuer ist nicht überall in Deutschland gleich hoch, sondern unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde. In der Regel ist es beispielsweise so, dass in großen Städten, wo die Infrastruktur besser ist, wo die Anbindung besser ist und generell die Lage besser ist, da zahlst du mehr Gewerbesteuer als beispielsweise auf dem Land, das ein bisschen strukturschwacher ist. Das kann für dich durchaus manchmal Sinn ergeben, vielleicht eher auf dem Land zu registriert zu sein und da die Gewerbesteuer zu zahlen, als in der großen Stadt, wo du höhere Gewerbesteuerabgaben hast. Grundsätzlich zahlst du nämlich deine Gewerbesteuer basierend auf den Gewinn deines Gewerbebetriebs, also auf deine Selbstständigkeit. Das heißt nicht wie bei der Einkommensteuer, dass alle Einkunftsarten zusammengerechnet werden, sondern hier gilt wirklich nur die Einnahmen aus Gewerbebetrieb. Und dann ist außerdem wichtig zu wissen, dass du noch einen Freibetrag hast. Das heißt, du kannst 24.500 Euro Gewinn machen, ohne Gewerbesteuer zu zahlen. Das heißt, du kannst von deinem Gewerbegewinn erstmal 24.500 Euro abziehen und das ist dann die Grundlage, mit der du anfängst, die Gewerbesteuer zu berechnen. Wenn du unter dieser Grenze liegst, musst du zwar eine Gewerbesteuererklärung machen, aber keine Gewerbesteuer zahlen. Wie die ganze Berechnung und die Höhe der Gewerbesteuer ist, das schauen wir uns am besten einfach mal anhand eines Beispiels an, indem wir Schritt für Schritt diese Berechnung durchgehen. Und der entscheidende Faktor ist immer der Gewerbesteuermessbetrag. Das heißt, du brauchst immer erstmal den Gewerbesteuermessbetrag, den du ausrechnen musst. Und wenn du diesen Gewerbesteuermessbetrag hast, multiplizierst du den mit einem Hebesatz. Und dieser Hebesatz ist genau das, was von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist. Das heißt, deine Gemeinde hat einen anderen Hebesatz als beispielsweise die Gemeinde, in der ich tätig bin. Und du multiplizierst diesen Gewerbesteuermessbetrag mit dem Hebesatz deiner Gemeinde und das ergibt dann die Gewerbesteuer, die du dann tatsächlich auch abführen musst. Gehen wir mal davon aus, dass ich mit meiner Selbstständigkeit, mit meiner gewerblichen Tätigkeit letztes Jahr 50.000 Euro Gewinn gemacht habe. Und das ist die Ausgangsbasis, das ist erstmal mein Gewinn. Davon kann ich aber den schon erwähnten Freibetrag von 24.500 Euro abziehen, auf die ich ja nie Steuern zahlen muss. Und das ergibt dann 25.500 Euro. Und das ist mein zu versteuerndes Einkommen für die Gewerbesteuer. Dieses zu versteuernde Einkommen von der Gewerbesteuer muss ich dann multiplizieren mit 3,5%. Das sind in meinem Fall dann 892,50 Euro. Und genau das ist der Gewerbesteuermessbetrag, mit dem ich dann weiterrechnen kann. Diesen Gewerbesteuermessbetrag, den multiplizierst du dann mit dem Hebesatz deiner Gemeinde, in der du ansässig bist. Und diese Hebesätze, die variieren in Deutschland. Die gehen so von 200% bis 500%.
Der Gesetzgeber hat da so eine Range vorgegeben, was die Gemeinden machen dürfen. Und ja, zwischen 200% und 500% kannst du damit rechnen. Ich habe unten in der Videobeschreibung mal eine Webseite verlinkt. Da findest du alle Gemeinden aufgelistet. Das heißt, da kannst du auch deinen Hebesatz finden, um die Gewerbesteuer auszurechnen. Wenn wir mal mein Beispiel anschauen. Ich habe einen Gewerbesteuermessbetrag gehabt von 892,50 Euro. Und ich bin in Berlin ansässig. Und in Berlin gilt ein Hebesatz, zumindest in diesem Jahr, das heißt im Jahr 2022, von 410%. Und 892,50 Euro mal 410% sind 3.659,25 Euro. Das ist die Gewerbesteuer, die dann auch auf meinem Gewerbesteuerbescheid stehen wird und die ich an die Gemeinde entrichten muss. Nachdem du jetzt weißt, wie viel Gewerbesteuer du zahlen musst, stellt sich mit Sicherheit die Frage, wann denn eigentlich? Und da unterscheidet sich die Gewerbesteuer nicht wirklich von der Einkommensteuer oder der Umsatzsteuer. Das heißt, es gelten die gleichen Fristen für die Steuererklärung. Ich habe speziell zu dem Thema Fristen für die Steuererklärung schon mal ein separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Aber du kannst dir merken, dass so rein grundsätzlich hast du 7 Monate Zeit. Das heißt, wenn du deine Gewerbesteuererklärung selbst machst, musst du deine Gewerbesteuererklärung immer bis Ende Juli des folgenden Jahres abgegeben haben. Das kannst du beispielsweise über Elster Online machen oder über andere Steuersoftware. Wenn du einen Steuerberater hast oder auch bei uns Mandant bist, dann hast du einen Steuerberater, aber dann hast du ein bisschen länger Zeit. Und zwar hast du dann 14 Monate Zeit. Dann muss die Gewerbesteuererklärung nämlich immer bis zum Ende Februar des übernächsten Jahres abgegeben werden. Also beispielsweise die Gewerbesteuererklärung für 2021 muss dann bis Ende Februar 2023 abgegeben werden. Aber auch bei der Gewerbesteuer, ähnlich wie bei der Einkommensteuer, musst du quartalsweise Vorauszahlungen leisten, wenn deine Gewerbesteuerschuld eine gewisse Höhe überschreitet. Die Termine sind da aber ein wenig anders. Was du dir da merken solltest, sind der 15. Februar, der 15. Mai, der 15. August und der 15. November. Das sind die jeweiligen Termine für die Vorauszahlung für die Gewerbesteuer. Wie viel Gewerbesteuer du jeweils vorauszahlen musst, steht in der Regel auf deinem letzten Gewerbesteuerbescheid. Das war im Wesentlichen das Wichtigste, was du über die Gewerbesteuer wissen solltest. Wenn du jetzt aber Gewerbetreibender bist und du guckst das Video bis jetzt, dann erstmal freue ich mich persönlich sehr, dass du so lange dran geblieben bist. Aber vielleicht denkst du dir auch, Moment mal. Das ist richtig unfair. Freiberufler müssen gar keine Gewerbesteuer zahlen und ich soll hier tausende Euro pro Jahr nochmal zusätzlich an Gewerbesteuer zahlen. Das ist ja wirklich unfair. Ja, hast du recht, es ist mehr Arbeit. Allerdings ist die finanzielle Belastung in der Realität niedriger. Denn du kannst die Gewerbesteuer in deiner Einkommensteuererklärung anrechnen. Und zwar bis zum Vierfachen des Gewerbesteuermessbetrags. Das heißt, du kannst bis zum Vierfachen des Gewerbesteuermessbetrags 1:1 anrechnen lassen und zahlst entsprechend einfach weniger Einkommensteuer. Deswegen kann man grundsätzlich sagen, Freiberufler zahlen zwar keine Gewerbesteuer, zahlen dafür aber mehr Einkommensteuer. Das Vierfache bedeutet also 400%. Gewerbesteuermessbetrag, wir erinnern uns, ist der Betrag, den du vorher ausgerechnet hast und dann gibt es einen Hebesatz der Gemeinde und das Vierfache entsprechend 400%. Das heißt, wenn du in einer Gemeinde lebst, wo der Hebesatz nicht höher ist als 400%, kannst du die Gewerbesteuer 1:1 auf deine Einkommensteuerschuld anrechnen. Wenn du beispielsweise in einer Gemeinde lebst wie ich in Berlin und der Satz ist höher, 410% in Berlin, dann sind diese 10% genau das, was du steuerlich tatsächlich an Mehrbelastung hast. An dieser Stelle aber noch ein wichtiger Hinweis. Das Vierfache des Gewerbesteuermessbetrages wurde während der Corona-Pandemie eingeführt. Vorher waren es 3,8%. Ich kann Stand heute noch nicht sagen, ob es nach der Corona-Pandemie beim Vierfachen bleibt oder ob es wieder zurückgesetzt wird auf das 3,8-fache. Das heißt, wenn du das Video jetzt siehst und das Video ist schon ein bisschen älter, dann schau unbedingt nochmal nach, ob es dazu vielleicht ein Update gibt und ob wirklich noch das Vierfache zählt oder nur das 3,8-fache. Und zum Abschluss dieses Videos habe ich noch mal eine ganz besondere Überraschung für euch. Und zwar haben wir ein Excel-Tool gebaut, was wir euch kostenlos zur Verfügung stellen. Den Link findest du unten unter diesem Video. Und mit diesem Excel-Tool kannst du nicht nur deine Gewerbesteuer ausrechnen, sondern auch, wie viel davon tatsächlich auf die Einkommensteuer anrechnenbar ist. Wichtig an dieser Stelle ist mir allerdings, bitte dupliziert dieses Dokument, bevor ihr versucht, es zu bearbeiten. Ihr habt nur Lesezugriff und wenn ihr es dupliziert, dann funktioniert das nach wie vor und ihr könnt eure Zahlen eintragen. Ich kann aber sicherstellen, dass die Berechnung noch richtig ist und nicht jeder im Internet kann eure Zahlen sehen. Aber schauen wir uns das ganze Beispiel, was wir in diesem Video schon durchgerechnet haben, einfach mal anhand dieses Tools an. Wir sehen ganz oben die Geschäftsadresse. Das heißt, hier geht es um die Gemeinde. Hamburg ist gerade eingetragen. Hamburg hat einen Gewerbesteuerhebesatz in 2022 von 470%. Ich wohne aber in Berlin. Das heißt, ich gebe hier einmal Berlin ein. Und hier geht es wirklich um die Gemeinde.
Es gibt ein paar Gemeinden, die heißen relativ ähnlich. Mir geht es aber tatsächlich um Berlin, um die Stadt in Deutschland. Das heißt, ich gebe hier Berlin ein und er aktualisiert automatisch den Gewerbesteuerhebelbetrag. Das heißt, wir haben im Hintergrund eine Datenbank eingeführt, die immer automatisch den richtigen Hebelbetrag einführt. Und dann muss ich hier nur noch den Gewinn aus der Tätigkeit eintragen. Die 50.000 Euro ist genau das Beispiel, über das wir die ganze Zeit geredet haben. Davon kann ich die 24.500 Euro abziehen. Das haben wir vorhin auch schon mal gemacht. Ergibt 25.500 Euro. Dann multipliziere ich das mit der Gewerbesteuermesszahl, das heißt mit 3,5%. Das ergibt dann den Gewerbesteuermessbetrag, den wir vorhin schon ausgerechnet haben, von 892,50 Euro. Und das bedeutet eine Gewerbesteuer von 3.659,25 Euro. So weit, so gut. Das haben wir vorhin schon gemeinsam ausgerechnet. Macht hier das Tool automatisch und du kannst natürlich deine Zahlen eintragen. Was hier noch interessant ist, das Tool rechnet jetzt natürlich automatisch, wie viel ich davon auch in meiner Einkommensteuererklärung ansetzen kann und rechnet damit die tatsächliche Belastung aus. Und in dem Fall ist es das Vierfache vom Gewerbesteuermessbetrag. Das sind 3.570 Euro und die tatsächliche Belastung von Gewerbesteuer liegt dann nur noch bei 89,25. Das heißt, das ist gar nicht mal mehr so viel, aber das würde ich weniger zahlen, wenn ich beispielsweise Freiberufler wäre. Nur um noch mal ein anderes Beispiel zu zeigen. Ich trage oben noch mal Hamburg ein, weil Hamburg hat ja einen höheren Hebesatz und zwar 470%. Wenn ich jetzt hier Hamburg eintrage, Hamburg, sollte ich natürlich richtig schreiben, dann gibt es 470% und man sieht, dass ich am Ende mehr Gewerbesteuer zahlen muss und tatsächlich auch faktisch mehr belastet werde, weil ich trotzdem nur das Vierfache des Gewerbesteuermessbetrags tatsächlich ansetzen kann. Und hier würde die tatsächliche Belastung dann bei 624,75 Euro liegen. Ich hoffe, mit diesem Video habe ich dir einen guten Überblick über diese ganze gewerbesteuerliche Thematik gegeben und du weißt jetzt ganz grob, wie sich das berechnet und ob du sie bezahlen musst. Ich weiß, das Ganze kann ziemlich verwirrend sein und auch so ein bisschen trocken sein. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. Wenn du sagst, Mensch, im Alltag will ich damit nur überhaupt nichts zu tun haben, dann gib das doch einfach an einen Steuerberater ab. Zum Beispiel an uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und haben natürlich jeden Tag mit der Gewerbesteuer zu tun. Wenn du keine Lust auf das Ganze hast und sagst, Mensch, die sind ja irgendwie ganz kompetent, dann schau dir doch mal das Angebot von uns an. Verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch in unserer Online-Community vorbei. Was das genau ist, erkläre ich dir in diesem Video. Oder schau dir einfach erstmal unsere weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier. In diesem Video gehe ich dem Ministerium.